neben den ganzen Weihnachtsserien und im Vorfeld von Weihnachten gibt es auch den Sport im ZDF, nämlich den Wintersport. Und dazu habe ich den Christoph Hamm an meiner Seite, der das Ganze dieses Jahr kommentieren darf. Hallo Christoph, grüße dich. Ja, hallo, guten Tag, hallo. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Wo zieht es dich hin mit im Wintersport? Wo bist du zugange? Ja, also wir haben ja mehrere Weltcup-Wochenende. Ich bin ja Biathlon-Reporter. Gemeinsam mit dem Herbert Fritzenwenger gehen wir jetzt in die 16. Saison bereits, wir beiden. Wir beginnen in Östersund. Das ist ein schöner Ort zum Einstieg in Skandinavien. Dann sind wir in Le Grand Bornand in Frankreich, in den Alpen. Ein nicht regelmäßiger Weltcup-Ort. Der kommt nur alle paar Jahre vor. Aber da sind wir ganz froh, weil mit Martin Fourcade da ja einer ist, der durchaus auch Leute zieht. Das ist sehr stimmungsvoll da in der Alpenkulisse. Dann sind wir in Ruhpolding. Sind in Nove Mesto, dann haben wir den Höhepunkt natürlich mit der WM in Antholz und haben in dieser Saison auch das Weltcup-Finale dann in Oslo zum Abschluss. Okay. Also sehr attraktives Jahr für uns. Jetzt habe ich dieses Jahr oder im Vorfeld schon ein bisschen mitbekommen, der Winter, die Prognosen, soll eigentlich eher ein milder Winter werden. Wie sind denn dann die Schneeverhältnisse? Also ich bin mit dem Taxifahrer hergefahren, der sagt, es soll nochmal ein richtig kalter Winter werden. Okay. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich habe so ein paar Wetterexperten da gesehen, aber okay. Ja, aber der Weltcup-Kalender wird ja in der Regel so gestrickt, dass es in Orten losgeht, wo es eigentlich schneesicher ist. Also, aber es ist auch da natürlich so, dass es vermehrt Kunstschnee ist überall. Also das ist ja klar. Deshalb, die Mannschaft geht ja eigentlich auch jedes Jahr nach Norwegen, dann nach Schuschön, weil es dort eben Schnee hat. Aber aktuell, und das wird jetzt auch bald sein, die werden da bald hingehen, aber aktuell kann ich gar nicht sagen, wie die Schneelage da ist. Ja, jetzt klar, Wintersport, Laura Dahlmeier im Biathlon und der Felix Neureuther im Alpinbereich, die fehlen ja eigentlich schon irgendwo, oder? Ja, das muss man sehen. Das hat immer zwei Seiten, so eine Medaille, weil Laura ist klar, so eine Spitzenathletin ist nicht in dem Sinne zu ersetzen zunächst mal, aber das hat man eben auch nach Magdalena Neuner gedacht. Da dachte man auch, oh, das wird jetzt ganz schwierig bei den Damen, aber siehe da, dann kam eben eine Magdalena Neuner, eine Laura Dahlmeier, pardon, aber die ist jetzt momentan in der Tat nicht in der Qualität in sich, das muss man schon sagen. Insofern werden die Hoffnungen sicher zunächst mal auf Denise Herrmann ruhen, die sich da ja prima entwickelt hat aus dem Langlauf heraus. Und danach muss man sehen, wie Franziska Preuß jetzt mal in die Saison kommt, die vielleicht mal wenn sie zu einer Konstanz kommt, auch in den Top Ten oder weit vorne oder den ein oder anderen Podestplatz einlaufen kann. Vanessa Hinz mit dem ein oder anderen Höhepunkt. Aber in der Kompaktheit sind die Männer eigentlich besser als die Frauen, sage ich einfach aufgestellt. Das ist doch ein breiteres Feld mit Arne Pfeiffer. Jetzt kommt Simon Schemp wieder, da hoffen wir, weil er eigentlich mit das größte Potenzial auch hat, dass er wirklich auch mal gesund durch den Winter kommt. Erik Lesser sowieso, Benedikt Doll, das sind einfach Athleten, die auch dann über die Staffel zu Erfolgen kommen, ganz sicher sogar. Das heißt jetzt dann auch für dich wiederum, du bist jetzt den ganzen Winter unterwegs, eigentlich gar nicht mehr wirklich zu Hause, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich sag immer, im Winter sehe ich den Herbert Fritzenwenger häufiger als meine Frau, aber es sind ja alle zwei Wochen. Ne? Früher ist ja so gewesen, dass man ARD und ZDF alle Orte gemeinsam abgedeckt hat und sich dann die Tage geteilt hat im Wechsel. Und mittlerweile aus ökonomischen und auch völlig nachvollziehbaren Gründen ist es ja so, dass wir wochenweise vor Ort sind. Insofern bin ich immer eine Woche unterwegs, eine Woche zu Hause. Muss dann sozusagen, gucke dann natürlich aber auch alle Rennen, weil du als Reporter natürlich ein bisschen up-to-date sein willst, ja, und bleibst. Na, ist klar. Ja, also Wintersport wird auf alle Fälle interessant im ZDF nach wie vor. Da gibt es einiges zu berichten. Ja. Und das geht wie weit nochmal rein? In Frühjahr? März. In März rein, genau. Ja. Dann ist das Weltcup-Finale in Oslo, Mitte März, meine ich, ja. Und dann hat man schon wieder Ausblick auf den Sommer. Da geht es dann weiter mit der Fußball-EM, das nächste große sportliche Ereignis. Ne? Ja, das ist ja. Da bist du auch mit von der Partie natürlich. Da bin ich auch mit als Programmchef von der Partie, ja. Aber das ist ja eben das Reizvolle, muss ich sagen, an unserem Job, was ich wirklich auch wirklich toll finde. Nicht nur das Hobby zum Beruf gemacht zu haben, sondern auch diese Abwechslung, die man hat. Also ich bin Handballreporter ja eben auch und Biathlon-Reporter, aber dann eben auch Programmchef für die Fußball-Großereignisse, sodass ich jetzt beginnend mit dem Winter quasi fast anderthalb Jahre durchgängig zu tun habe. Das ist in der Tat mit Urlaub schwierig, aber wenn man wirklich, wie gesagt, einen Job hat, der das Hobby zum Beruf macht, dann macht man das auch gerne und das sind auch dann diese Jahre, auf die kann man sich einstellen. Aber es ist in der Tat so, wenn im März die Wintersaison vorbei ist, dann die Vorbereitung für die Fußball läuft natürlich jetzt schon. Genau. Die sind anderthalb Jahre immer, manchmal bis zu zwei Jahren.
Insofern beschäftigt mich das jetzt auch, aber dann natürlich sehr fokussiert. Es wird aber spannend nächstes Jahr, weil es in so vielen Stationen stattfindet. Ja, ne? Ja. Also zunächst einmal muss man sagen, das stimmt, weil einfach viele Länder mit im Pott sind. Mhm. Allerdings ist es so, wenn Sie jetzt oder wenn du jetzt Russland siehst, das Land war im Prinzip ähnlich groß von Reisewegen, wenn man jetzt davon mal ausgeht. Also es ist egal, ob du da 2 Stunden nach Spanien fliegst oder innerhalb von Russland 2 Stunden fliegst. Das ist mal das eine. Aber in der Tat, es gibt Länder, da braucht man ein Visum und so diese ganzen organisatorischen Dinge. Fakt ist aber auch, wir waren in früheren Zeiten immer in diesem International Broadcast Center, in den Hauptstädten, sagen wir mal in Paris, bei der EM und so weiter, und haben ja jetzt ein eigenes NBC, das ist neu, seit 2, 3 Jahren. Wir waren jetzt 3-mal bei den Kollegen der ARD und sind jetzt in Mainz für den kommenden Sommer und sind dort untergebracht mit der Technik und mit dem Großteil der Redaktion. Also das reisende Volk ist relativ minimiert. Wir bleiben auf dem Lerchenberg und haben dort unser Studio. Und das wird temporär aufgebaut. In den festen Studio ging das nicht, weil die einfach ausgelastet sind. Aber das ist ein temporäres Studio und die Büros werden auch alle temporär gebaut und erstellt. Insofern wird dort unser redaktionelles Herz schlagen und von da aus wird es dann nach Europa, in die Länder gehen. Darf man schon was über einen Experten verraten? Ist das mal wieder der Oliver Kahn nach wie vor? Also Oliver Kahn hat einen Vertrag, fängt ja jetzt demnächst bei Bayern München an. Okay. Unsere Planungen laufen so, dass er noch dabei ist. Okay. Genau, und dann wird es auch wieder einen Titel, einen EM-Hit geben, sowas? Ja, aber das ist in der Regel so, dass wir das jetzt wirklich Ende November, Anfang Dezember beginnen. Da ist noch alles offen. Ja, ja, also die Kollegen vom Marketing betreuen das und die fangen irgendwann, kontakten die und wir haben schon mal Fühler ausgestreckt, ob es einen gibt, der so, den wir uns vorstellen könnten, ob der speziell für diese EM vielleicht was macht, aber das ist, machen die Künstler nicht gerne. Also die wollen dann schon irgendeinen Hit und dann, das fängt jetzt an, Also das kann alles Mögliche sein, ja, Pop, aus dem Pop-Bereich natürlich, denke ich mal. Ja. Naja, wir gucken natürlich immer, jetzt hast du ganz Europa, da muss man einfach ein bisschen schauen. Ich bin eigentlich eher immer so ein bisschen dafür, was Internationales zu nehmen, weil es einfach internationale Turniere sind. Wir hatten ja zuletzt mal Mark Foster, das war allerdings auch sehr erfolgreich. Also das muss man immer abwägen, was wirklich auch auf dem Markt ist. Also ich glaube, wir hören immer 50 Titel und reden mit den Agenturen. Wieso ich gefragt habe, ich meine, es liegt einfach deswegen auf der Hand, weil bei uns in unserem Format viel Musik in der auch vorkommen, ne? Dass wir da vielleicht eine Kurve kriegen. Ne? Das war eigentlich so unsere Fragestellung. Gesagt, das kommt noch. Ja, okay, dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was für sportliche Ereignisse da kommen. Da haben wir ja selber nichts in der Hand. Die Athleten müssen ran und ihr Bestes geben. Müssen wir sehen. Wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, was passieren kann mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir hatten jetzt gerade gestern eine Vorbesichtigung im deutschen Quartier mit dem DFB, die alles noch ein bisschen so im Konjunktiv formuliert. Die sind da ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ja noch ein paar Quali-Spiele ausstehen. Aber ich denke dass sie fest dabei sind. Die Mannschaft ist stark genug und dann muss man sehen, wo es hingeht. Klar, es sind natürlich jetzt viele Neuzugänge dabei und da muss man sehen. Ne? Richtig. Das tut vielleicht auch mal ganz gut, ein bisschen frischen Wind zu haben. Ja, ne? Das richtig. Ist genau so. Ja. Gut. Sehe ich das auch. Ja? Sehr gut. Und zwischendrin kommt ja noch die Weihnachtszeit. Wie verbringst du die? Zu Hause. Zu Hause. Ja, am liebsten dann wirklich zu Hause, auch mit den Kindern, die auch gerne immer noch kommen. Mhm. Also die sind erwachsen und sind auch ausgezogen, aber das ist immer großes Familientreffen. Sehr gut. Ist ganz schön. Dann wünschen wir dir eine besinnliche Zeit. Dankeschön. Und tolle sportliche Ereignisse weiterhin. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne.